Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craftopia. Ich war offscreen ein bisschen farmen, wie man hier erkennt. Das nicht, aber hier habe wieder gut Eisen, Kupfer, ein bisschen Silber, Titanium und Gold gefarmt. Denn das werden wir alles noch benötigen. Stein und Holz kamen auch dazu. Was mich sehr freut. Mehr Stein als Holz sehe ich gerade. Läuft bei mir irgendwie. Gold war hier. Nee. Gold war. Wo war Gold? Dort. So. Fressalien. Da müssen wir noch eine Kiste machen. Das heißt, wir brauchen wieder Stahl. Eins. Zwei. Und. Drei. Dann hauen wir gleich noch das Titanium durch und lass mal die Picke reparieren. Die ist nämlich etwas kaputt gegangen in der Zeit. Wie sieht's denn mit den anderen Sachen aus? Haltbar. Oh, muss ich auch reparieren. Haltbarkeit, ja. Und die kommt weg. Wir machen uns heute alles aus Titanium. Die ist repariert. Dann können wir doch mal auf die 4 schalten. Auf die 2 schalten. Und das hier reparieren. Und was wollte ich denn machen? Genau, Kochzeug erstmal raushauen. Das hat man alles hier hinten drin. Das bleibt alles. Und die wollten wir verkaufen. Das zweite. Reparieren. Ach, das war ja das Zweihand. Das muss ich hier erstmal aus der Hand legen. Wow. Die wollten wir verkaufen. Die wollten wir aufnehmen und wir wollten doch eine Axt aus Titanium machen. Wobei wir eigentlich auch Gold machen könnten. Wenn ich eine Stage weitergehe, das mache ich aber noch nicht. Hier ist der Crafting Table. Da. So, da geht mein hart verdientes Gold wieder flöten, ne? Hä? Stopp, was habe ich jetzt hier reingeschmissen, ne? Lol, warum hab ich... Okay. Nein, nicht dahin. Das kommt dahin und das kommt nach da hinten, genau. Ich habe gesehen auf der Map, ihr seht es aber hier, wo ich überall farmen war. Hier hinten ist ein Dungeon, das sieht ganz besonders aus. Deswegen, ich habe kein Titanium mehr. Ich gehe mal auf Nummer sicher und werde mir noch eine zweite, ja, reicht eine zweite aus? Wie viel Haltbarkeit hat die? 180, ja, das reicht. Noch eine zweite Picke machen. Ne? Ihr werdet dann sehen, warum ich meine, das sieht besonders aus. Leer gemacht habe ich soweit jetzt alles. Kupfererz kann hier erst mal mit rein. Das war Eisen. Das wird durchgebrannt. Das war Silber. Titanium war dann hier. Sand haben wir hier drin und Holz kommt da rein. Wir werden nämlich jetzt zum Dungeon gehen. Ich überlege gerade, ob ich mir noch ganz schnell einen Bogen mache. Sicher ist sicher. 10 Holz, 2 Leder, 2 Knochen. Ich brauche 10 Holz. Hier. 10 Holz, 2 Leder, 2 Knochen. Ja, Leder haben wir genau 2 Stück, also passt das. Hier, zur Blacksmith. Das kommt dahin, das Titanium kommt hier hinten rein. Ich möchte so viel Platz wie möglich haben. So, und dann werden wir uns mal auf zu dem Dungeon machen.
Das liegt in Richtung. Achso, man sieht's auch hier. Ich habe hier gefarmt. Keine Erze mehr. Auch auf diesem Wege hier gibt's vielleicht noch vereinzelte Kupfererze. Das war's aber. Und ja, mitten in der Nacht losziehen. Das freut mich wieder. Wir wollen uns aber das Dungeon angucken. Okay, was ein Werwolf. Ist ja nicht das erste Mal, dass sowas hier ankommt. Und da rennt der nächste rum. Hi Skelett. Tschüss Skelett. Da oben war ein Werwolf. Okay, ja gut, hier war ich noch nicht. Wir werden jetzt aber gleich den Berg hier hoch machen. Arsch. Ich hoffe, das schaffe ich. Oh ja. Nice. Die Erze holen wir uns alle später, beziehungsweise die farm ich wieder offscreen. Okay, da ist eine Kiste, die holen wir uns noch. Au. Wow. Eine Machete und eine Feder. Da hätte ich auch verzichten können. Warum läuft der, sag mal, lebensmüde? Ja gut, nee. Das Zeug brauchen wir vorerst nicht, was der hat. So, und jetzt werdet ihr gleich sehen, warum ich unbedingt in dieses Dungeon wollte. Denn ihr wisst ja, die Dungeon haben einfach nur das Portal, links und rechts ein bisschen Stein und das war's. Dieses Dungeon allerdings hat Lampen und ja, wir sehen's, wir sind in einer Mine mit einem Krokodil. Und die wollen wir uns mal anschauen. Hallo? Oh, was ist denn hier unten los? So. Okay, Poisonous Dingsbumspilz. Redstone. Das ist Yellowstone. Ja, ey. Ja. Was soll ich dazu sagen? Der Autosave war klar. Für was kann man das verwenden? Okay, das Redstone nimmt man unten für irgendein Mauerteil oder was das ist und keine Ahnung, was das andere daneben sein soll. Ich kann euch das jetzt nicht so, wobei doch so, hier unten sieht man's. Für was man einiges verwenden kann. Hier zum Beispiel die Federn. Den Yellowstone für gar nichts. Okay. Greenstone. Für irgendeinen Hocker und einen Tisch. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt hier erst mal eine kleine Runde. Ich versuche mich auch ein bisschen zu beeilen, ohne runterzufallen, wenn es geht. Was? Ey. Oh. Poisonous Mushroom. Und hier gibt es wieder diesen anderen Pilz raus.
Clay VIP. Interessant. Aber das dauert ganz schön lange, das Abbauen. Das dauert ja sehr lange. Okay. Hier haben wir wieder Clay. Was ist das? Sieht aus wie Kupfer. Kohle! Kann man für nichts verwenden irgendwie. Okay. Ach, das ist wieder Redstone. Okay. Das Weiße. Das dürfte normaler Stein sein. Ja. Und das hier? Limestone. Test. Kann man... Ich kann das nicht erkennen, was das sein soll. Sieht aus wie irgendein Portal und eine Tasche oder sowas. Interessant. Und... Ach du Heimatland, geht das bis dahinter? Oh, da ist eine Kiste. Ach du... Ja gut. Ich glaube, wir haben ein bisschen was zu holen. Ich will jetzt aber erstmal in die Kiste da oben ran. Und Eisen, das ist wichtig für Stahl. Holy! Was ist das? Bauxit. Okay. Hallo? Jetzt. So, was ist denn das hier? Rare Metal. Nutzt man für irgendwelche Erzingots? Oder täusche ich mich da jetzt? Wir werden es sehen. Wir nehmen alles mit, was wir hier finden. Okay. Da kommt ein bisschen was raus, muss ich sagen. Alter, und da unten ist noch mehr. Ich wollte eigentlich zur Kiste gehen. Jetzt farm ich hier Erze. Ey. So, bitteschön. Okay. So. Ein Gladius und eine Potion. Ja, okay. Normale Erze scheint es hier drin auch zu geben. Das ist auf jeden Fall gut. Hier haben wir wieder so eine komische Pilzbäume. Pilzbäume erinnern mich irgendwie schon wieder an Minecraft. Da gibt es ja im Dark Oakwood Forest auch Pilzbäume. Aber dass man die... Oh, oh, was haben wir denn hier? Amber. Used to craft für einen Zauberhut. Kann man aber gut verkaufen. Okay. So, ich würde sagen, ich werde euch jetzt aber nicht oft so lange warten lassen, während ich abfahre. Ich setze hier einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder vorm Bossraum, wenn es hier einen gibt. So, da sind wir zurück nach dem kurzen Cut. Ja, ich bin durch weitestgehend. Da sind jetzt noch ein paar Kristalle.
Es gibt einige Vorkommen auf solchen Anhöhen, da sind Kristalle, die habe ich nicht mitgenommen. Wenn man mal sieht, die Picke hat nur noch 23 Durability, wenn ich sie repariere, und diese nur noch 75. Sprich, ich habe die gut penetriert und repariert. Hier sieht man auch, was ich alles gefarmt habe. Hier die Pilze, hier halt ein bisschen was an Waffen, was in den Kisten war. Ein paar Mobs sind gekommen. Aber gut, die waren ein leichtes Spiel. Und warum schmeiße ich das Gladius weg? Warum mache ich sowas? Und ich habe auch schon das Ende vom Dungeon gefunden, ne? Hier habe ich natürlich auch noch ein bisschen gefarmt, wie man da oben an die kommt, keine Ahnung. Die lasse ich jetzt natürlich, weil die Picken sind einfach nur zu broke. Und jetzt wollen wir mal gucken, sehen wir da hinten irgendeinen Boss? Nein, sehen wir nicht, deswegen. Wir nehmen auf jeden Fall diese da mit und den Bogen und gucken uns den Boss an. Okay, es ist der ganz normale Golem. Aber schöne Location. Schöner Bossraum. Mit den Kristallen. Uah. Ey, das ist mal was anderes als wie zu den Ruinen, die sonst immer da sind. Man sieht's auch, ich habe ein Level Up dazu bekommen, als ich als ich hier gefarmt habe. Und da war er down. Und wir gehen in den Endraum. Stopp mal. Nein. Hör auf zu schießen. Oh, hier. Okay, nein, das nicht. Das ist die mit der mehr Durability. Ich muss hier doch noch ein bisschen was abfarmen, weil dieses Rare Metal und der Bauxit ist. Also das Bauxit, ich weiß, daraus kriegt man Aluminium. Das weiß ich aus Minecraft. Davon habe ich nicht so viel. So viel gab es hier halt einfach nicht. Deswegen nehmen wir das einfach noch schnell alles mit. Aber ich muss sagen, der Dungeon, der hat was zu bieten. Es gibt drei oder vier Abteile mit Erzen. Ich hatte jetzt ein Abteil, da waren vier oder fünf Bogenschützen. Das war recht interessant. Okay, das gucken wir uns dann alles an. Was war das? Achso, das brauche ich nicht. Eins mit halt Goblins, die mit Pfeilen auf mich geschossen haben. Dann, ich war, glaube, zwei oder drei blaue Kisten waren versteckt. War sehr nice, da kam auch über Schwerter raus. Über eine Titanium-Picke hätte ich mich natürlich mehr gefreut. Dann hätte ich alles abgefarmt hier drinnen. Und ja, als Boss gab es wie immer den guten alten Standard-Golem. Ist aber nicht so schlimm. Denn wir wissen ja, dass es die Giftschlange noch gibt. Und ich weiß noch von einem anderen Boss-Mob. Das soll irgendwie eine fliegende Blume sein oder irgendein Blumenmädchen, was einen benebelt macht im Kopf, was einen vergiftet. Ja, und dann hat man ja diesen Steingolem noch auf der Map. Geht weg. Dann hat man ja noch den Steingolem, der irgendwo bei mir in der Base in der Nähe ist, der hier irgendwo rumpümmelt. Ja. Genau. Und jetzt, genau, können wir mal gucken. Das hier hat mich so komisch blau geleuchtet. Iron Talisman. In Iron. Na, nee, muss nicht sein. Das sowieso nicht. 135.
50. Muss auch nicht wirklich sein. Was ist das? 135 One-Hand. Ja, es gab nicht wirklich irgendwas Besonderes raus dieses Mal. Schade eigentlich. Da müssen wir jetzt hin. Da ist noch eine Kiste. Stimmt, die hatte ich, glaube ich, stehen gelassen für... Ja, die hatte ich stehen gelassen für die Aufnahme. Dann lunz mal doch mal hier rein. Ja, gut, ein Copper-Ingot, was ich nicht mehr mitnehmen kann. Ja, ich bin voll. Es tut mir leid, ich bin voll. Da oben das Titanium würde ich gerne noch mitnehmen, aber da hinten steht schon wieder einer rum. Aber kann ich leider nicht. Ich bräuchte allerdings Holz, weil der da hinten sieht mir ganz danach aus, als ob der Holz will, damit ich wieder eine Rune bekomme. Ja, die Axt hat es auf jeden Fall in sich. Außer jetzt. Und hier ist noch Eisen. Solange die Picke noch heil ist, werden wir natürlich das Eisen auch noch mitnehmen. Da hätte ich auch das Titanium da oben holen können, ich Dulli. So, Fergus, you give me a lock. Ja, komm her, ich hab Holz für dich. Und da gab's wieder eine Rune. Aber hatten wir den nicht schon nochmal auf der Map? Ich war mir so ziemlich sicher, ey, dass wir den hier schon nochmal hatten. Wer weiß. Jo, die ist auch gleich komplett im Popöchen. Da ist wieder ein Turm. Da gibt's hier so einen Pillar raus. Den gönnen wir uns noch. Und da oben ist nochmal eine Kiste. Alter, was? Ey, hört auf zu schießen. Ich habe euch nichts getan. Ich will nur das Ding hier haben. Und eure Kiste öffnen. Oh, okay. Wo ist denn die kaputte Picke? Da. Dann nehmen wir das doch glatt einfach mal mit. Entschuldigung. Hat das Eisen jetzt nicht. Vorher müsste ich dort alles leerräumen von den Viechern. Und ich muss mir sowieso eine neue Picke machen. Weil mit dieser hier werde ich definitiv auf keine andere Map mehr gehen. Oh, da ist Eisen. Das können wir später holen. Alter, das ist ein fettes Goblin-Dorf, muss ich sagen. Also da wird es da bestimmt guten Loot geben. Hallo? Dahin bitte. Danke. Jo, ich bin voll. Was? Das kann doch nicht sein. Das ist immer einfach voll beladen bis oben hin. So, ab geht's nach Hause. Den Rest lasse ich erstmal alles hier. Lade dich bitte auf. Ich muss was futtern. 40 Hungerkeulen. Dann ist meine Stamina auch wieder komplett voll ausnutzbar. Für meine Base brauche ich jetzt auf jeden Fall noch Stahlkisten. Die müssen auf jeden Fall kommen. So, da sind wir zurück. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, vor allem für den YouTube.
YouTube-Algorithmus. Jetzt habe ich mich schon richtig verquatscht. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt. Genießt den Tag und bye bye.